Moin, liebe Sportsfreunde. Wir sind die Betreiber von Sportsfreund Fitness. Mein Name ist Olli und das hier ist der Felix. Wir haben was zu feiern und zwar unser 10-jähriges Jubiläum. Wir haben vor ganz genau 10 Jahren, am 1. April 2011 hier angefangen, am Großbett 19 in Wilhelmshaven, auf 800 Quadratmetern. Seitdem ist viel geschehen. Genau. Und eine Sache ist uns sehr, sehr wichtig. Wir möchten erstmal Danke sagen. Danke, liebe Mitglieder, danke, liebe Sportsfreunde, dass ihr uns während der Pandemie, während der Corona-Pandemie supportet habt, unterstützt habt. Das ist der absolute Wahnsinn. Wir sind echt gerührt und wir haben uns auch was Großes ausgedacht für euch. Genau, wir haben eine riesen fette Überraschung für euch, weil anders und besser kann man eigentlich gar nicht Danke an so tolle Mitglieder, so tolle Sportsfreunde sagen. Genau, eine Sache haben wir gemerkt und zwar, das habt ihr auch gemerkt, gerade während der Pandemie. Die Gesundheit ist uns allen am wichtigsten und deshalb seid ihr genau am richtigen Board bei Sports von Fitness. Keiner weiß das besser als ihr. Ihr trainiert ja alle schon überwiegend. Was ist denn jetzt unser Job eigentlich bei der ganzen Geschichte? Wenn ihr schon mega motiviert seid und ihr wollt trainieren, dann halten wir es für unseren Job hier in Wilhelmshaven. Wir sind jetzt schon eigentlich die größte Fitnessanlage und haben auch die meisten Mitglieder hier. Unser Job ist es, die beste... Wir haben die meisten Mitglieder. Die beste und tollste Trainingslocation in Wilhelmshaven für euch bereitzustellen. Mit dem besten, tollsten Team, mit der besten Dienstleistung, zum besten Preis natürlich auch. Genau, Felix hat es gesagt und diesen Job, den nehmen wir sehr, sehr ernst. Wir haben lange überlegt, lange zusammengesessen. Wir hatten jetzt ja leider auch ein bisschen Zeit. Für uns war das nicht einfach. Wir haben viel gerechnet und wir sind zu einem Entschluss gekommen. Wir werden hier für euch das absolut modernste, beste Fitnessstudio für immer sein. Und wir werden noch viel mehr machen. Wir werden es modernisieren und umbauen. So, wie kann man das am besten ausdrücken? Also jetzt mal wirklich in einem Satz oder bei die Fisch gesagt. Wir machen alles für euch neu. Felix, sag mal ganz kurz, was heißt eigentlich alles neu? Neu heißt vieles. Ich mache mal so einen Anfang, einfach mal so einen Start. Was euch alle interessiert, sind die Duschen. Ja. Die werden massiv vergrößert, heißt nicht nur 5 Duschköpfe für euch pro Umkleide, sondern das werden 9. 9 Stück, ja. 9 Stück und die Grundfläche, das wird auch dreimal so groß, also richtig wie in so einem Wellnessbereich, damit ihr das beste Erlebnis habt nach dem Training, euch super entspannen könnt nach einer harten Einheit. Ganz einfach. Ja, ne? Genau, da sollen sogar Duschen mit bei sein, Einzelkabinen für die Intimsphäre, also wir krempeln es alles einmal um, ja. Mhm. Was wir auch neu machen für euch, Cardiogeräte, die sind jetzt auch nämlich 10 Jahre alt, die werden wir austauschen. Felix und ich waren in ganz Deutschland unterwegs, haben uns verschiedenste Modelle angeguckt, sind selber auf diesen Geräten Probe gelaufen, auf den Crosstrainern, Fahrrädern, Laufbändern, haben uns letztendlich für das beste Produkt entschieden. Von der Firma Matrix kriegen wir über 40 Cardiogeräte mit Retina-Display, mit allem drum und dran. Ihr könnt es mit eGym verbinden, ihr könnt Netflix gucken, YouTube gucken. Zeitgleich haben wir jetzt auch unser WLAN verbessert für unsere Mitglieder. Das heißt, wir sind voll digitalisiert, ja? Das hört sich echt gut an. Also finde ich stark. Jetzt geht es darum, wie entspannt man sich eigentlich nach so einer intensiven Cardio-Einheit am besten. Und dann gedacht, Mensch, eine Sauna habt ihr immer schon gehabt. Ne? Die machen wir für euch komplett neu. Wir werden die so ein bisschen mehr Richtung Wellness trimmen, das heißt, es geht mehr Richtung 70, 80 Grad, Ambiente-Licht, ne, ein bisschen ätherische Öle. Dazu kommt das, was wir euch schon lange in Aussicht gestellt haben, und zwar eine richtig schöne, große 30 Quadratmeter Event-Sauna. Ihr könnt von dort aus durch ein Fenster direkt in den, übrigens, die machen wir auch neu, Olli, komplett in den neuen Garten reinschauen. Das wird eine feine Geschichte. Ja, der wird ja hier links, der wird auch den einen oder anderen Aufguss machen. Ne? Das heißt, wir wollen dann ein Event draus machen, oder? Ich bin zufälligerweise Aufgussmeister, ja, ob man es glaubt oder nicht. Das wird richtig spaßig. Wir haben über 100 Quadratmeter Garten, wir haben eine große Freiluftzone. Das wird von einem Garten- und Landschaftsarchitekten alles neu konzipiert. Ihr könnt euch ultramäßig freuen, ja? Also wir legen da richtig einen drauf. So, jetzt ist die Frage, also ist es das jetzt schon gewesen? Nein, ist es nicht gewesen. Immer noch nicht. Nein, immer noch nicht, weil ich habe auch eben gerade gedacht, durch die Sauna, das wird ja ein großer Saunabereich werden. Da geht ein bisschen Platz weg. Das heißt, um wieder Platz zu gewinnen, wir bauen an. 250 Quadratmeter, das wird auch mal die Menge
Bereich, der eh schon 400 Quadratmeter hat, nochmal zugutekommen. Und es wird auch da ganz neu, eine ganz neue Area entstehen, und zwar eine Cross-Area oder eine Functional-Bereich oder Athletic-Area. Das heißt, ihr kriegt ja einen Schlitten mit einer Bahn, da könnt ihr schieben, Kettlebells, ihr kriegt da verschiedene Rigs, wo ihr eure Übungen, Klimmzüge und alles was machen könnt. Das werden wir auch alles mit einem Kurs begleiten. Es soll wirklich das Nonplusultra hier in Wilhelmshaven werden. Und das, das wird es auch. Also für die harten Jungs, sagst du, für Cross-Functional Leute, also wirklich. Nicht nur für die harten Jungs, für alle, die es gerne halt machen wollen. Ne? Ja. Es geht darum, letztendlich den Weg irgendwo in funktionale Bewegungen irgendwo reinzufinden, ein bisschen weg von den Geräten, ja. Ne? Mal was anderes zu machen, seinen Körper anders zu spüren. Das gibt es so jetzt hier in Wilhelmshaven noch nicht. Und das wollen wir einfach für euch bereitstellen. Das werden wir auch machen. Ne? Das wird sich echt mega. Mhm. Mit auch noch uns ein. Wir bekommen eine Powerplate. Eine Powerplate, falls manche noch nicht wissen, was das ist ein Gerät, was über Vibration funktioniert. Ja? Man kann einfache Übungen wie zum Beispiel einen Liegestütz auf diesem Gerät machen. Man arbeitet dadurch in die Tiefenmuskulatur durch diese extreme Vibration. Man macht es sehr gelenkschonend und sehr effektiv. Das ist ein ganz tolles Mittel, um auch seine Muskulatur zu stärken, zu erhalten. Ja? Das bekommen wir auch. Hast du noch was? Ja, wir haben einen Bereich noch gar nicht behandelt, das wäre jetzt da oben, im Kursbereich wäre das. Was wolltest du aber eigentlich vorstellen? Ne? Okay, das mache ich. Janina, unsere Kursleitung, du siehst uns jetzt. Also, unser Kursbereich oben, der wird auch noch mal ein bisschen umgeändert. Wir werden nicht nur eine neue Atmosphäre schaffen, sondern wir kriegen Les Mills die Smart Bars. Smart Bars kennen die Les Mills-Fans unter euch. Man kann ganz schnell die Scheiben wechseln, man kann die Gewichte als Handgewichte nutzen. Es ist ein absolutes Privileg, damit trainieren zu können. Und das wollen wir euch zur Verfügung stellen. Ja. Und so wird mir schon angesprochen, also nicht nur der Kursraum wird umgestaltet, dass es noch mehr ein Erlebnis ist für euch, sondern die gesamte Anlage werden wir komplett im Design her einmal auf links krempeln. Es geht Richtung Industrial Design. Das wird eine ganz, ganz feine Geschichte, die hoffentlich jeden von euch anspricht. Noch mehr Motivation bringt und noch viel besseres Trainingserlebnis. Denn der Eingang wird neu gestaltet, der ganze Riesenbereich freut euch, ne, alles schöner. Es soll für euch mega Erlebnis werden, wenn ihr zu uns kommt nach der Pandemie. Genau. Wir möchten noch was sagen, und zwar möchten wir noch Danke sagen. Wir möchten noch Danke sagen an ein paar gewisse wichtige Menschen hier. Einmal an unseren Vermieter und auch mittlerweile schon seit ein paar Jahren guten Freund, den Rainer Kongo. Rainer, wir danken dir. Du bist ein absolut geiler Typ, ein ganz ehrlicher Mensch, der hat das Herz auf der richtigen Seite. Du machst seit 10 Jahren, machst du mit uns diesen ganzen Wahnsinn. Jetzt auch diesen großen Umbau wieder. Wir bauen ja fast neue Fitnessanlagen, können wir ja schon sagen. Das ist ein Wahnsinn, ja. Dann möchten wir gerne der Volksbank Danke sagen. Martina Kemke, du warst die Erste, die uns damals zugehört hat, geglaubt hat. Volksbank Wilhelmshaven, ja, wirklich, also auch, das werden wir nie vergessen. Ihr habt bisher auch alles mit uns mitgemacht. Norbert Philipp, ja, vielen lieben Dank dafür. Wir sind hier Marktführer, haben nachher über 2100 Quadratmeter Fitness und auch natürlich dank euch, dank eines super tollen, starken Partners, muss man ja sagen, ja. So, davon mal ab, und das nehmt uns das bitte nicht übel, subsumiert quasi unter Freunde und Familie. Vielen Dank an so viele Wegbegleiter, an viele Freunde, die uns in diesen 10 Jahren immer wieder geholfen haben. Ich hoffe, dass jetzt die richtigen Leute wissen, wen wir meinen, wer sich angesprochen fühlen darf, unsere Familie, die immer zu uns gehalten hat, immer mitgezogen hat, die auch zum Teil wirklich viel aushalten musste in nicht so einfachen Zeiten. Auch das ist keine einfache Zeit. Aushalten müssen. Wir müssen immer noch aushalten, aber ziehen alle wunderbar mit. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr das alles so macht. Das ist ganz, ganz große Klasse. Ne? Richtig. Und zu guter Letzt, als allerwichtigsten Punkt natürlich, möchten wir unserem Team danken. Vielen, vielen Dank an unsere ganzen Mitarbeiter. Zum Teil sind da Leute dabei von Anfang an. Ohne euch wären wir jetzt überhaupt gar nicht da, wo wir jetzt sind. Ihr seid die Brücke zu unseren Mitgliedern. Ihr habt uns bekannt gemacht. Also wir sind wirklich euch zu großem Dank verpflichtet. Ihr seid alle Sportsfreunde mit grünem Blut, wie wir es immer sagen. Und da sagen wir auch nochmal Danke. Ja? So, ich möchte es eigentlich nicht überstrapazieren, aber das kann man, glaube ich, nicht oft genug sagen. Nochmal eine Sache, liebe Sportsfreunde, die jetzt gerade zusehen, in einem Satz: ohne euch wären wir nicht. Ganz einfach. Von daher, richtig. Vielen Dank dafür, dass ihr uns zuhaltet. Dabei soll es auch nicht bleiben. Wir haben schon genug ausgeführt. Das ist echt nicht selbstverständlich. Große, große Klasse. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. So, tschüss. Stop. Letztes Ding noch ganz kurz.
vielleicht interessiert, wie geht es jetzt weiter? Ja, bleibt bitte auf Facebook. Natürlich. Zieht euch unseren Newsletter rein, bleibt auf Instagram. Wir informieren euch, wie es weitergeht über den Baufortschritt. Die Duschen werden jetzt in Kürze gemacht, auch die Kardiogeräte kommen mit einem drum und dran. Und dann halten wir euch auf dem Laufenden, wie es bei uns hier weitergeht. Und hoffen einfach, dass unsere Regierung und alle das uns bald wieder ermöglichen, hier zusammen zu sein. Natürlich unter Einhaltung der Hygienevorschriften. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gesund wieder. 10 Jahre Sport von Fitness. Ciao! Ciao, ciao!